Willkommen zum neuen Video. Heute auf Anfrage aus den Kommentaren. An dieser Stelle richtig fettes Dankeschön, dass so viele Leute sich für Cake DeFi interessieren. Das ist ein Wahnsinn. Ich kriege sehr, sehr gute Reaktionen auf die Videos. Der Hammer. Und es ist auch sehr rege Diskussionen in den Kommentaren. Sehr viele Kommentare. Auf alle Fälle richtig, richtig geil. Ihr helft mir damit. Natürlich mega, um den Kanal nur ein bisschen größer zu machen. Auf alle Fälle richtig gut. Heute schauen wir uns an, auf Anfrage von jemandem in den Kommentaren, wie man im Endeffekt diese DeFi Chain Wallet bekommt und wie man sie richtig aufsetzt. Deswegen werden wir das jetzt halt machen. Gut, um die Wallet zu kriegen, geht ihr einfach auf defichain.com und geht hier auf Downloads. Dann scrollt ihr ein bisschen weiter runter und je nachdem, was ihr für ein System habt, könnt ihr dann das dazugehörige runterladen. Hier ist auch dann ein Installationsguide, wie ihr das im Endeffekt macht. Hier dann einfach auf Windows oder auf Mac gehen, je nachdem, was ihr habt. Im Installationsguide findet ihr dann, dass der Computer, also das Wichtigste ist eigentlich, dass der Computer das als nicht erkennt von Microsoft oder Mac und dass ihr sozusagen einfach bestätigen müsst, okay, trotzdem installieren. So, wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, dann schaut das Ganze so aus. Das heißt, ihr habt hier die Wallet. Das ist bei euch noch nicht, das sind bei mir die Backups und dann versucht sozusagen die Wallet, die Blockchain herunterzuladen bzw. zu synchronisieren. Das kann ewig dauern. Das heißt, der schnellere Weg wäre, einen Snapshot zu verwenden. Das heißt, geht ihr hier auf Wallet, Download Snapshot, dann wird der aktuelle Snapshot, der was verfügbar ist, hier zum Beispiel 12 Tage her, ja, wird dann sozusagen runtergeladen und ist 1,5 GB und dann wird dann von diesem Snapshot weg die Chain aktualisiert. Kann ein bisschen dauern, gleich mal vorweg gesagt. Und jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel jetzt schlafen geht und am nächsten Tag wieder die Wallet öffnet, dann muss wieder synchronisiert werden. Das heißt, kann dauern, bevor ihr die Wallet richtig nutzen könnt, bis das Ganze voll verifiziert ist, dass die Chain auch aktuell ist. So, wie erstellen wir jetzt im Endeffekt ein neues Wallet? Haben wir einige Buttons hier. Vorher, die vorige Version war so, dass wir einen Seed aus 24 Wörtern gekriegt haben. Das kriegen wir jetzt nicht mehr. Das Ganze läuft jetzt alles über eine .dat-Datei. Die, was ihr im Endeffekt auf eurem Computer saved und das Wallet selbst ist dann mit einem Passwort, was ihr aussucht, geschützt sozusagen. Was ich wirklich gerne haben würde, ist dieses hier, das heißt der Verbindung mit einem Hardware-Wallet. Das wäre natürlich ein Game-Changer und von der Sicherheit nur mal wesentlich geiler. Das heißt, ihr habt euer Hardware-Wallet, könnt ist alles über das Hardware-Wallet abgesichert und ihr braucht auch keine Gedanken mehr wirklich um die Sicherheit machen. Im Moment ist es so, wenn ihr ein neues Wallet erstellen wollt, geht es einfach hier her, neues Wallet erstellen. Da sagt es uns schon, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, kann ich ein neues Wallet erstellen, da das Ganze natürlich auch synchronisiert werden muss mit der Blockchain. Das heißt, wir müssen jetzt halt ein bisschen warten, bis das Ganze synchronisiert ist. So, jetzt ist das Ganze synchronisiert, jetzt drücken wir wieder da drauf und jetzt können wir ein neues Wallet erstellen. Im Endeffekt, das Einzige, was ihr macht, ist ein Passwort einzugeben und dann ist das Ganze schon erledigt. Also wir machen das jetzt einfach mal. So, wenn wir uns ein Passwort ausgesucht haben, dann gehen wir einfach hier auf Wallet erstellen. So, ihr könnt dann den Namen aussuchen, das heißt, hier wird dann eure .dat-Datei erzeugt. Könnt ihr einen Namen geben, zum Beispiel DFI, bei mir ist es Test Wallet, okay, speichern, dann dauert es ein bisschen und dann wird sozusagen euer Wallet erstellt. Hier in diesem Fall kann es sein, dass man hier, ja, dass das Wallet ab und zu so keine Rückmeldung hat oder sowas, einfach laufen lassen, bloß nicht anrühren, einfach nur laufen lassen, jetzt wieder zum Beispiel keine Rückmeldung, einfach Finger weg. Und dass das Wallet einfach erstellt wird. So, abgeschlossen. Das heißt, das Wallet wurde jetzt erstellt. Um Nummer 1, wenn ihr irgendwas machen wollt, hier zum Beispiel Funds schicken, wegschicken, die DEX benutzen und so weiter, müsst ihr das Wallet hier erst mit dem Passwort, was ihr jetzt gerade ausgesucht habt für das Wallet, entsperren. So, und jetzt sind wir eigentlich schon voll handlungsfähig mit diesem Wallet. Versucht die .dat-Datei nicht zu verlieren, das wäre wichtig
und versucht das Passwort auch nicht zu vergessen. Das, diese zwei Sachen sind wichtig, um das Wallet dann wirklich zu nutzen. So, und wie im letzten Video schon gezeigt, jetzt könnt ihr das Wallet sozusagen nutzen, um eben DeFi von Cake DeFi zu empfangen, oder wenn ihr zum Beispiel eure DeFi auf Bittrex kauft, könnt ihr die direkt hier auf dieses Wallet schicken, auch kein Problem. Ihr könnt das Ganze dann hier in der DEX auch traden in andere Tokens, zum Beispiel DBTC, Ether und so weiter, das was auch auf DeFi-Chain verfügbar ist. Und ihr könnt hier auch Liquidity minen. Das heißt, hier habt ihr gewisse Pools, denen ihr Liquidity hinzufügen könnt und dann Liquidity Mining in der App ohne Cake DeFi machen könnt. Also ziemlich, ziemlich cool. Hier sehen wir zum Beispiel, also wenn wir das Ganze vergleichen mit Cake DeFi, sind wir hier bei Liquidity Mining, bei BTC DeFi sind wir bei 72,8 und in der App sind wir bei 83,83. Das heißt, hier sind wir schon fast 10% mehr, was wir hier in der App kriegen, als was wir in Cake DeFi kriegen. Und hier sehen wir die Liquidity Pools. Das wird dann interessant später, wenn dann die Aktien kommen und so weiter, die wir ebenfalls hier, werden wir dann auch ebenfalls Liquidity Pairs zu den Aktien finden, und das wird etwas, was sicher auch sehr interessant wird, speziell da ich davon ausgehe, dass am Anfang die Renditen bei diesen Liquidity Paaren auch sehr hoch sein werden. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Genau, und das war es auch schon. Im Endeffekt sehr wichtig, wie gesagt, die .dat-Datei und das Passwort nicht zum Verlieren. Und falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, wie im Endeffekt ihr die DEX benutzt, könnt ihr es gerne nachholen. Gut, das war's auch schon. Ich werde dann auch wesentlich mehr mit der App machen, wenn der 2x Freezer dann einmal abgeschlossen ist, die Renditen eintrudeln, dann werde ich dann auch hier eventuell direkt ins Liquidity Mining über die App gehen, da es einfach nur mal ein bisschen lukrativer ist, als es direkt auf Cake DeFi zu machen. Wenn ihr auch unsicher seid, klar, das mit der Sicherheit, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von dem Ganzen. Wenn das Ganze mit einer Hardware-Wallet nur mehr abgesichert ist, bin ich voll dabei, hier auch Liquidity zu meinen, eventuell Masternode und so weiter. Masternode bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht genau sicher weiß, wie das geht. Da weiß ich nur zu wenig, muss ich ehrlich zugeben. Aber was Liquidity Mining angeht, ja, dann kann ich mir definitiv vorstellen, dass ich das in der App mache, da ich einfach von der Sicherheit weiß, ist alles mit einer Hardware-Wallet abgesichert, alles tadellos. Gut, das war das Aufsetzen von dem Wallet, ist eigentlich nichts dabei, ist keine Hexerei, ist ziemlich easy. Und ja, das war's auch schon. Falls euch ein Video gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video, vergesst den Channel nicht zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.